Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Neue Ziele. Das war ziemlich beeindruckend. Überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Achtung! Schilde. Niedlich. Zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Kultar-Raketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich habe die verdammten Dinger gebaut. In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Avenger, der Konvoi transportiert geheime Shield-Prototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hill, wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und gut geht's gut. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony. Ach ja, ich. Was ist da unten los, Tony? Ach, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Cap, das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja.
hätte mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Avengers, weg mit mir! Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt doch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Beeil dich, Großer. Hier kann sie nicht mehr einstecken. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Hulk, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? An alle Einheiten! Die Chimera wird angegriffen! Evakuiert die Zivilisten! Steve, kannst du mich hören? Ned! Ned! Verloren. Sind sie da? Die Verbindung bricht ab! Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. Nichts an! Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen! Ich komme so schnell ich kann! Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster.
Sender. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt! Gib's mir! Ja, was holst dir? Machst du dir wieder Notizen? Was? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Dein Tanz endet hier. Ist sicher frustrierend, wenn immer einen Schritt hin. Du willst die Chimera, oder? Was wirst du damit machen? Sie an den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Überraschung nicht verderben. Versuchst du noch immer, es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Scheiße!
Jahren stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen, weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Sie wollen einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Jetzt kommt schon. Wo seid ihr denn hin? Es muss hier einen Hinweis geben. Hallo, ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen, zu lachen. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Du hast recht. Ich überleg's mir. Gut. Sehr gut. Sie haben da auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Ich hab dich lieb. Ich dich noch mehr. Aber du verstehst nicht. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Oh. Was? Komm schon, Kamala, du schaffst das. Oh, klar. Ja. Verdammt! Kommt schon, Jungs. Oh nein. Das kann doch nicht. Oh mein Gott, ich bin drin! Ich bin drin, ich glaub's nicht! Oh, ja. Yeah.
gesegnet sei dein Riesenego, Tony Stark. Was ist das? Nicht, nein! Nein, nein, nein! Oh, gesperrt! Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden, was auf dem Stick ist. Unterstützung! So geht's! Zurück im alten HQ. Unordentlich, aber mein. Wenn versucht, mich aus der Distanz zu kriegen, bin ich im Vorteil. Elastische Arme for the win! Sieht ziemlich abgenutzt aus. Ob's die auch für extra große Schläge gibt? Wenn Abu die sieht, wirft er sie weg. Er glaubt immer noch, sie sind schuld an dem, was mir am A-Day passiert ist. Okay, dann lass mal sehen. Die Kamera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tarleton. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap! Was ist da los? Niemals. Tarleton hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet! Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Und wenn es keine ist? Ach.
Jemand sollte sich das ansehen. Sei einfach klug, Kamala. Übergib die Beweise und es ist erledigt.